Bei mir Pascal Plath. Palle, wenn wir mal so ein erstes Resümee aus deiner Sicht ziehen, jetzt zur Winterpause, wie fällt deines dann aus? Ja, hätte besser laufen können. Ne? Fing gleich schlecht an mit der Niederlage im Topspiel gegen Wandendorf. Denke aber trotzdem, da ist noch einiges möglich. Mit dem Unentschieden ja, ist man nicht ganz so glücklich im zweiten Spiel gegen Wandendorf, aber ja, ich denke nicht, dass Wandendorf die komplette Rückrunde beherrschen wird und da alles gewinnt. Von daher denke ich, wenn man die eigenen Spiele gewinnt, die auch wichtig sind, auch gegen die kleinen Gegner, dann ist das schon noch nach oben, sprich Platz 1. Blicken wir mal in die Zukunft. Es haben jetzt schon die ersten Gespräche stattgefunden, Vertragsverlängerungen in Anführungsstrichen. Hat man mit dir schon gesprochen? Wie sieht es aus? Kannst du da schon was zu sagen? Also die Trainer sind bisher noch nicht auf mich zugekommen. Wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen der Fall sein. Ich kann nur sagen, ich fühle mich hier wohl mit den Jungs um mich herum. In der Mannschaft stimmt das. Ne? Fußballerisch geht es immer besser, weiß man. Aber ich denke, einen Grund zum Wechsel hat man erstmal nicht. Was da kommt, das weiß man natürlich nicht. Aber so Stand jetzt ist das klar auch im Bullshit bleibt. Klar, also auch noch 2030 im Bullshit. Gerne, ich werde gerade wieder ausgefüllt. Alles klar, ich danke dir. Gerne. Gut, Maiko, auch an dich die Frage. Wir sind sozusagen in der Halbzeitserie der Saison 2011-2012. Dein persönliches Fazit? Fällt besser aus, als ich es mir von Anfang der Saison gedacht hätte. Wir haben am Anfang der Saison noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Das erste Viertel, glaube ich, haben wir lange gebraucht, um unsere Startformation und die Stammspieler rauszukristallisieren. Aber mittlerweile sind wir ganz gut dabei, haben auch gute Ergebnisse erzielt gegen Wandendorf, gerade noch 1-1 geschafft, 2-2 geschafft. Und ich glaube, dass wir für die Rückserie jetzt auch gewappnet sind. Wir haben eine gute Truppe zusammen. Und der Kampf um die Meisterschaft ist noch längst nicht entschieden, aber wird schwer, aber wir schaffen es. Du bist nicht nur auf dem Platz aktiv, sondern auch drumherum. Hast die Page neu gestaltet, hast da viel investiert. Wie fällt da dein Fazit aus? Ja, Page ist natürlich weitaus informativer als vorher. Stellbriefe und so weiter sind alles erhalten. Quasi täglich sollen neue News für die User zu sehen sein. Ich kann durch die Statistiken beobachten, wie viele Besucher wir täglich haben. Das sind rund 40 Stück, sag ich mal, im Schnitt pro Tag. Das ist schon mal für den Anfang für das erste halbe Jahr nicht schlecht, aber ich würde natürlich wünschen, dass noch weitere Besucher auf die Seite kommen. Kommen wir zum Fußball zurück. Derzeit laufen die ganzen Vertragsgespräche. Haben wir mit dir schon gesprochen, kannst du schon mal sagen? Mit mir haben wir schon gesprochen und ich habe den Trainer noch ein weiteres Jahr im Muschelziel. Ein Jahr? Mit Option? Zumindest erst am nächsten Saison. Ich habe meinen Vertrag verlängert. Das ist unbefristet. Ich denke, was wird die Zuschauer freuen. Was meinst du? Ist dieses Jahr noch die Meisterschaft drin oder ist es dann im nächsten Jahr, wenn du nochmal dabei bist? Ja, wie gesagt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, es ist noch nicht ganz abgeschrieben. Es wird schwer, Wandendorf noch einzuholen, da wir jetzt auch nicht mehr gegen Wandendorf selber Punkte direkt im Vergleich holen können. Die Spiele sind gespielt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Ich denke, Wandendorf wird auch noch ein paar Punkte lassen, dann ist auf jeden Fall noch was drin. Wenn der Kern der Mannschaft zusammenbleibt und der Großteil der Spieler nächste Saison auch noch im Messerbusche spielt, glaube ich, dass wir dann nächste Saison auf jeden Fall Favoritenstatus innehaben und dann sonst im Zweifelsfall dann halt nächste Saison die Titel nachbuchstaben können, weil wir dann auch alle gefestigter sind, wir wissen alle, wie wir spielen. Die Mannschaft kennt sich besser als dieses Jahr und deswegen, glaube ich, die Chancen stehen nächstes Jahr besser als dieses Jahr. Alles klar, ich danke dir. Ich bitte dich. Wir sind in der Halbserie in der Pause. Jetzt dein persönliches Fazit bis zu diesem Zeitpunkt. Naja, eigentlich ziemlich positiv. Das ist eigentlich mit meiner Schuld, dass wir nicht vorne sind. Viele leichte Punkte verschenkt. Durch individuelle Fehler und auch einfach durch Dummheit. Aber wir sind auf jeden Fall nach oben dran. Wenn wir jetzt zurückkommen und so noch ein bisschen steigern und konsequenter spielen, haben wir durchaus können wir weiter auf jeden Fall nochmal gefährlich werden. Morgen zum Mittag auf jeden Fall den zweiten Platz nochmal ins Ziel retten und dann vielleicht eventuell hier mit Reaktion spielen, wenn es das gibt. Mhm. Also, das heißt für dich Tipp unter die ersten 2, 3 könnte man kommen. Oder ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Ja. Und wenn du konkret, wenn ich fragen würde, welchen Platz meinst du? Erster.
Also die Meisterschaft ist für dich noch nicht verloren im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir in der Hallen-Serie, die lief bislang nicht so erfolgreich. Wie sieht da dein Fazit aus? Ja, wir haben auch ein Problem, wir haben dann völlig falsch in den ersten drei Turnieren gespielt, komplett als Mannschaft. Und ja, jetzt hier beim Takman Cup haben wir einfach geschafft, als Mannschaft agiert und das haben sie gleich bemerkbar gemacht. Ja, dann stellt sich auch automatisch der Erfolg an. Erfolge wollen wir natürlich auch in der kommenden Zeit feiern. Wie sieht es aus? Ist Peter Lienhöft auch im kommenden Jahr im Kader des SV Bostedt zu sehen? Wenn ich nochmal Bundesliga-Stoffel anfrage, auf jeden Fall. Das heißt, Gespräche haben schon stattgefunden und du hast zugesagt? Ja, ich habe mit einer Einschränkung wegen beruflich. Vielleicht, wenn sich da nochmal was ändert, kann sich das alles noch umkippen, aber sonst wäre ich auf jeden Fall bei. Wenn du dir den derzeitigen Kader ansiehst, was meinst du, wo sollte man noch verstärken, wo sollte man vielleicht noch nachbessern? Ja, also wir können bestimmt auch überall Verstärkungen brauchen, weil jetzt war das auch in der Runde viele Verletzte, jeder war mal irgendwie angeschlagen, aber vielleicht sollten wir dann doch nochmal Jelle und Kohle vielleicht langsam ablösen, auch wenn sie noch immer ihre Topleistung bringen, aber auf Dauer gesehen braucht man gerade, wenn wir aufsteigen wollen. Brauchen wir da gerade in der Abwehr vielleicht nochmal die eine oder andere Verstärkung. Alles klar. Gut, ich danke dir soweit und dann schauen wir mal, ob dein Meistertipp dann so aufgeht. Ich hoffe.